Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Lernvideo. Wir schauen uns heute gemeinsam an, was die Ableitung einer Funktion ist. In erster Linie ist dieses Video eine kleine Wiederholung zu diesem Lernzyklus Differentialquotient, wo du bereits kennengelernt hast, wie die Ableitung bzw. die Steigung einer Funktion in einem Punkt definiert ist. Aber wir brauchen diese Definition jetzt im Speziellen dann auch für die Ableitungsregeln, um zu erkennen, dass diese Regeln wesentlich einfacher sind, als stets diese Definition für die Ableitung oder die Steigung zu verwenden. Ich möchte mit dir das kurz aber nochmals wiederholen, um zu sehen, wie langwierig bzw. wie aufwendig auch dieser Grenzwertprozess teilweise sein kann. Wir schauen uns jetzt gemeinsam an noch einmal, was ist die Ableitung, die Steigung einer Funktion. Gegeben haben wir eine Funktion f von x und gesucht ist jetzt die Ableitung von f in diesem Punkt x0, der aus den reellen Zahlen stammt. Also wir wollen jetzt f' von x0 bestimmen. Das heißt, wir wollen die Steigung, die Ableitung dieser Funktion in diesem Punkt x0 uns berechnen. Im Kompetenzheft hast du folgende Definition enthalten. Und zwar lässt sich dieser Differentialquotient bzw. diese Ableitung von f im Punkt x0 jetzt mit Hilfe eines Grenzwertprozesses, mit Hilfe des Grenzwertes des Differenzenquotienten näher bestimmen. Und zwar ist genau dieser Wert der Ableitung in Punkt x0 gegeben durch den Limes h geht gegen 0 von f von x0 plus h minus f von x0 durch h. Das ist genau hier diese Definition. Was drückt uns diese Definition jetzt aus? Wir haben hier einen Bruch, und zwar einen Zähler und einen Nenner. Und im Zähler haben wir genau die Änderung der Funktionswerte. Und zwar haben wir hier einmal f von x0, wenn wir die Grafik uns anschauen, und auf der anderen Seite haben wir den Funktionswert an der Stelle x0 plus h. H wäre jetzt genau der Abstand von einem beliebigen Punkt x zu unserem gegebenen Punkt x0. Das wäre genau hier dieser Abstand. Das würde h sein. Und den bezeichnen dann wir auch in der Folge als Delta x. Und zwar Delta ist immer die Änderung bzw. der Abstand zwischen dem Punkt x0 und dem Punkt x. Das heißt, im Grunde genommen haben wir hier f von x0 plus h würde dann dieses x0 plus h sein. Das heißt, das x0 um h erweitert, würden wir zum Punkt x kommen. Das heißt, wir haben hier die Änderung dieser Funktionswerte, das wäre genau hier diese Änderung, und unten h würde einfach der Abstand zwischen x0 und x sein, das wäre die Änderung der x-Werte, das würde hier genau dieser Wert sein. Und das nennen wir den Differenzenquotienten, der uns die Steigung der Sekante angibt zwischen dem Punkt a, der ausgedrückt werden kann durch x0 f von x0 und den Punkt p, der ausgedrückt werden kann durch x f von x. Das würde hier genau diese Steigung der Sekante sein oder die mittlere Steigung zwischen a und b. Doch, wir führen jetzt diesen Grenzübergang aus. Und beim Grenzübergang heißt es, dass das h oder hier auch dieses Delta x, das ist eigentlich das gleiche, wir nennen h Delta x, gegen 0 geht. Das heißt, wenn jetzt dieses Delta x gegen 0 geht, heißt das, dass hier in dieser Definition dieses x immer näher zu dem x0 kommt. Das heißt, dieses x bewegt sich zu x0 stärker hin. Das heißt, dieses x wandert hier in diese Richtung hinüber. Und was kommt dadurch zustande? Dass diese Sekante oder der Abstand zwischen a und p immer kleiner wird. Und damit diese Sekante immer stärker zur Tangente wird.
zur Tangente in diesem Punkt A zu x0 f von x0. Das passiert erst im Grenzübergang, wenn dieses Delta x wirklich 0 ist. Und das ist genau dieser Grenzwertprozess, der teilweise schwierig zu verstehen ist, denn er kann ja nie 0 werden, weil sonst würden wir durch 0 dividieren. Aber im Grenzwert würde hier diese Steigung der Sekante in die Steigung der Tangente übergehen. Und damit hätten wir genau die Steigung dieser Tangenten und das entspricht genau der Steigung von f, von dieser blauen Funktion f, in unserem Punkt A, also im x-Wert x0. Das heißt, die Steigung der Tangente ist genau auch dieser Differentialquotient, das ist genau dieser Grenzwertprozess und das ist genau die Steigung auch dieser Funktion oder die Ableitung dieser Funktion in unserem Punkt x0. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diesen Differentialquotienten zu schreiben. Entweder schreibt man ihn mit diesem Delta x an, der uns diese Änderung angibt zwischen x und x0, oder man schreibt es ohne Delta x an, indem wir dieses x alleine lassen hier und dieses Delta x als x minus x0 anschreiben. Dann bekommen wir hier diese Schreibweise. Dann muss natürlich x gegen x0 gehen, wenn dieser Abstand hier kleiner wird. Und hier würde dieses Delta x gegen 0 gehen. Aber diese beiden Schreibweisen sind analog zu sehen. Man kann verwenden, welche man möchte, welche einem beliebter ist. Ich verwende meistens diese Definition, aber du kannst natürlich auch für den Grenzwertprozess diese Schreibweise hier nehmen. Nur es ist wichtig hier zu sehen, dass der Grenzwert die Ableitung der Funktion in diesem Punkt ist und diesen Grenzwert zu bestimmen, das ist nicht immer leicht, denn wir müssen, damit wir einen ordentlichen Wert bei diesem Grenzwert herausbekommen, den Nenner irgendwie wegbringen. Denn der Nenner bereitet uns Sorgen, denn der Nenner geht ja immer gegen 0 in diesem Grenzwertprozess. Also müssen wir stets versuchen, durch Umformungen, durch elementare Rechenoperationen, durch Herausheben, durch binomische Formeln teilweise auch, den Zähler irgendwie umzuformen und dann versuchen, einen Faktor herauszuheben, damit man diesen mit dem Nenner kürzen kann. Und erst dann kann man diesen Grenzwert ausführen, weil man dann nur mehr einen Zähler hat, der uns kein Problem macht. Aber dieser Prozess ist nicht immer leicht und deswegen verwendet man auch sehr oft diese elementaren Rechenregeln für die Ableitungen, die genau aus diesem Grenzwertprozess stammen, aber wesentlich einfacher handzuhaben sind und wesentlich leichter auch in der Praxis verwendet werden können. In unserem nächsten Video schauen wir uns dann auch schon die erste Regel an, die wir beim Ableiten, beim Differenzieren brauchen, und zwar die Summen- bzw. Differenzenregel.